Dieser Mann rettete heulende Wolfswelpen und ihre sterbende Wölfin. Was danach passierte, wird dich schockieren. An einem bestimmten Morgen war John auf dem Weg zurück zu seiner Hütte. Plötzlich wurde er von einem lauten Heulen unterbrochen. Er legte seine Campingausrüstung ab und näherte sich langsam, um einen Blick durch das Gestrüpp zu erhaschen. Dort auf der Lichtung befand sich ein Wolf. Auf ein so riesiges Tier zu stoßen, war schockierend, denn Wölfe können Menschen jederzeit angreifen. Doch mit diesem Wolf stimmte etwas nicht. Es schien, als wären seine Beine in einer Falle und er versuchte, sich zu befreien. Dann schien er jedoch aufzugeben und legte sich wieder hin. Der Wolf sah müde aus, als hätte er die Hoffnung schon verloren. John war schockiert, als er den Wolf entdeckte. Er wollte dem Tier helfen, aber als er näher kam, erschrak er und versuchte, an den Ketten zu ziehen. Der Wolf knurrte und seine Haare stellten sich auf, aber es schien mehr aus Angst als aus echter Wut zu sein. John wich zurück, weil er sich nicht verletzen wollte. Aber bevor er das tat, sah er etwas, das er nicht erwartet hatte. Es waren eindeutig Wolfsjunge, aber das war nicht weiter verwunderlich. Säugende Welpen können nicht lange ohne ihre Mutter überleben, also musste John schnell handeln, um die Mutter zu befreien. Doch er wollte auf keinen Fall riskieren, zu nah an die Wölfin heranzukommen, um sie zu befreien. Die Wölfin schien sehr schwach und fast am Sterben zu sein. Es schien, als hätte sie viel Blut durch die Verletzungen an ihrem Bein verloren. Sie würde sicher sterben, wenn man sie so leiden lassen würde. Aber John wollte es nicht so weit kommen lassen. Er erkannte, dass jede Sekunde, die er verschwendete, bedeuten konnte, dass entweder die Wölfin oder eines ihrer Babys nicht überlebte. Unsicher darüber, wie er das Bein der Wölfin aus der Falle holen konnte, ohne selbst verletzt zu werden, erkannte John, dass die Wölfin einfach da lag, ohne sich zu bewegen. Sie hatte so hart gekämpft, um aus der Falle zu entkommen, aber jetzt hatten der Schmerz und der Blutverlust sie eingeholt. Die Zeit war bald abgelaufen. Er musste sie jetzt aus der Falle befreien und ihre Verletzungen sorgfältig versorgen. John berührte ihre Pfote, aber sie reagierte nicht. Sie war völlig neben der Spur. Es hieß jetzt oder nie. Er schnappte sich einen Stein und schlug auf den Auslöseknopf der Falle, bis er aufsprang. Dann wickelte er die Wölfin in einen Schlafsack und rannte so schnell er konnte in Richtung seiner Hütte. Nach 50 Minuten war er bei seiner Hütte und legte die Wölfin neben den Kamin. Sie war sehr kalt, aber das Feuer war bereits entfacht und bald würde es ihr besser gehen. Dann konnte er ihre Verletzungen untersuchen. Er griff nach seinem Erste-Hilfe-Kasten, säuberte die Wunde und nähte sie. John hatte eine medizinische Ausbildung und wusste ganz genau, was zu tun war. Er hoffte nur, dass er noch rechtzeitig ihr Leben retten konnte und zum Glück begann sie langsam Lebenszeichen von sich zu geben. Deshalb beschloss John, sie aus der Hütte zu nehmen und sie in einen Schuppen zu bringen. Nachdem er sich um die Wolfsmutter gekümmert hatte, musste er sich noch um die Welpen kümmern. Aber wie sollte er sie jetzt wiederfinden? Er schnappte sich eine kleine Tasche und eine Lampe und begann die Suche. Ohne seine Hilfe wären die Babys so gut wie tot. Er suchte das gesamte Gebiet ab und hatte schließlich die Spuren in die Richtung verfolgt, aus der sie gekommen waren. Er lief den Berg hinauf, so schnell er konnte, aber er musste sicherstellen, dass er keine Anzeichen einer Höhle verpasste. Er ging sehr schnell, aber etwas fiel ihm auf und er kam zurück. Es war ein etwas größeres Loch im Boden, hoffentlich war dies die Höhle, die er gesucht hatte. Das einzige Problem war, die Wolfswelpen zum Herauskommen zu bewegen. Sie waren nämlich darauf trainiert, drinnen zu bleiben, bis sie ihre Mutter hörten. Doch John musste alles versuchen, um sie dort herauszuholen. Er versuchte, Wolfslaute von sich zu geben, aber nichts geschah. Er dachte über die Gefahren nach, in die Höhle zu gehen, aber plötzlich kam ein kleiner, winziger Wolf heraus und heulte vor Hunger. Nachdem das erste Baby herauskam, folgten bald die anderen. Sie waren sehr klein und ausgehungert. Da er wusste, dass er niemals alle vier tragen konnte, steckte er sie alle vorsichtig in den Sack und verschloss ihn. Sie waren darin sicher, aber er musste überprüfen, ob noch andere Welpen in der Höhle waren. Es ist nie eine gute Idee, den Kopf in eine Wolfshöhle zu stecken, aber der Gedanke, dass er einen zurückgelassen haben könnte, war inakzeptabel. Er musste nachsehen und legte sich deshalb flach auf den Bauch und kroch hinein. Zum Glück war es nicht so tief, wie er gedacht hatte, aber es war immer noch dunkel und es roch nach Angst. Er konnte hineinsehen und keine anderen Wölfe entdecken. Also verließ er das Gebiet mit gutem Gewissen. Er schnappte sich den Beutel mit dem Welpen und kehrte zurück zu ihrer Mutter. Es fühlte sich surreal an, eine Tüte mit Wolfswelpen zu tragen. Sie muss ihr winziges Wimmern gehört haben, als sie sich näherten, denn sie fing an zu heulen. Vorsichtig setzte er die Welpen ab und ließ sie einen nach dem anderen in den Schuppen. Die Welpen erkannten ihre Mutter und rannten alle direkt auf sie zu. Die Wölfe hatten einen anstrengenden Tag hinter sich und brauchten Ruhe, damit sie Vertrauen zueinander aufbauen konnten. Er legte seinen Schlafsack so nah wie möglich an die Wölfin und übernachtete in der Scheune. Die meisten der Wolfswelpen kuschelten sich mit ihrer Mutter zusammen. Nur ein kleiner Welpe kam zu ihm, legte sich neben John und schlief dort ein. Zumindest war jemand bei ihm. Am nächsten Morgen wachte er mit einem Haufen Wolfswelpen auf, die mit ihm spielten und über ihm sprangen.
Es war zwar keine schlechte Art aufzuwachen, aber die Dinge würden schnell eine schockierende Wendung nehmen. John musste rausgehen und Fische fangen, um die Wölfe zu füttern. Er ließ seine Tür offen, damit die Wolfswelpen kommen und gehen konnten, wie sie wollten. Aber er erwartete nicht, dass sie ihre Freunde einladen würden. Und genau das schien jedoch geschehen zu sein, als John eines Tages zurückkam. Er bekam einen großen Schock. Sein Hof war voll mit einem ganzen Rudel Wölfe, die gekommen waren, um nach der Wölfin zu sehen. Das musste ihre Familie gewesen sein, die nach der Wölfin und ihren Jungen suchte. Aber auf ein Rudel Wölfe in seinem Garten war er nicht vorbereitet. Für einen Moment erstarrte John vor Angst und die Welpen kamen zu ihm gerannt und freuten sich, ihren Freund zu sehen. Aber die großen Wölfe drehten sich um und begannen zu knurren. Es sah so aus, als ob sie zum Angriff bereit wären. Dann plötzlich bellte einer der Wölfe laut. Es war die Wölfin, der John geholfen hatte. John hatte nicht vor, mit einem Wolfsrudel herumzuhängen. Er ging schnell in die Hütte und schloss die Tür. Er war froh zu sehen, dass die Wölfin und ihre Welpen noch hier waren. Nach ein paar Tagen konnte John sehen, dass es ihr besser ging. Die Wolfsmutter und ihre Jungen hatte sich jetzt vollständig erholt und John verstand, dass sie für immer gehen würden. Er fragte sich, ob er sie jemals wiedersehen würde, aber er würde sie viel früher als erwartet wiedersehen. Er wollte sich gerade hinsetzen und sich ausruhen, als sich etwas an seiner Tür bewegte. Die Wölfin bellte ihn an. Sie wollte, dass er ihr folgte. John hob sein Gewehr auf und folgte dem Wolf. Sie erklommen den nahegelegenen Berg und es dauerte nicht lange, bis sie ein flaches Gebiet erreichten und der Rest des Wolfsrudels plötzlich auf sie zukam. Das erschreckte John, aber sie zeigten kein Interesse an ihm. Sie waren zu sehr damit beschäftigt, die Wölfin und ihre Babys zu begrüßen. Es war unglaublich, sie an einem so schönen Ort zu sehen. John entfernte sich schnell und beobachtete sie aus der Entfernung. Es war unglaublich, sie an einem so schönen Ort zu sehen. Es war, als wollte die Wölfin John zeigen, dass ihre Familie ihm nichts antun würde. Es war ein friedlicher Moment, einer der letzten friedlichen Momente, an die er sich für eine sehr lange Zeit erinnern würde. Aber jetzt, da sie wieder mit ihrem Rudel vereint waren, war es an der Zeit, sie für immer zu verlassen. Er begann, den Berg hinunterzugehen, doch dann drehte er sich um. Die Wölfin beobachtete ihn. Er wusste nicht warum, aber er hob seine Hand, um sich zu verabschieden, und sie fing an zu heulen, als wolle sie ihm etwas sagen. Ihre Welpen kamen zu ihr und stellten sich neben sie. Als er einen letzten Blick in Richtung der Wölfe warf, waren sie weg. Es war ein bittersüßer Moment, der John noch lange in Erinnerung bleiben wird. Schau dir jetzt im Anschluss noch diese emotionale Geschichte an von einem Bär, der in einem Fluss ertrank, aber du glaubst nicht, was dieser Mann tat.